Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ausnahmsweise mal kein Rezeptvideo. Das gibt es dann morgen wieder um 16 Uhr. Und damit bin ich eigentlich schon fast beim Thema. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, seit Montag vielmehr, eine neue Uploadzeit. Und das ist genau 16 Uhr. Und viele hatten mich dann gefragt, ob jetzt wirklich jeden Tag Videos kommen. Und das kann ich einfach nur bejahen. Also ich habe mir gedacht, okay, ich möchte mehr Videos machen, weil es mir verdammt viel Spaß macht. Und ich habe auch eine neue Kamera gekauft, wo ich denke, dass die Qualität, ihr könnt ja auch mal die anderen Videos angucken, deutlich besser ist. Und es macht einfach verdammt viel Spaß. Ab und zu will ich aber auch mal ein paar Sachen außerhalb meiner Küche filmen, wenn ich zum Beispiel irgendwo mal hinfahre oder so. Irgendwas Leckeres, Kulinarisches finde, wo ich denke, das muss abgelichtet werden. Oder wenn ich irgendwo mal unterwegs bin, will ich davon auch mal ein Video machen. Das wird aber nicht so oft sein. Ich denke mal so alle ein, zwei Wochen kommt dazu ein Video. Ansonsten natürlich jeden Tag oder dann fast jeden Tag Rezepte. Dann hatte ich noch viele Nachrichten bekommen bezüglich einer Roomtour, bezüglich der Küche, und da dachte ich mir, okay, ich habe ja schon mal eine gemacht in der Küche, ich werde das nicht nochmal eine machen, das ist irgendwie Verschwendung, denn aller Voraussicht nach will ich in diesem Jahr eine neue Küche bekommen, die ein bisschen größer ist, und ich freue mich einfach riesig drauf, denn wenn ihr euch die alte Küchentour mal anguckt, das verlinke ich einfach mal unten. Es ist eine ziemlich kleine Küche und viele fragen mich, wie ich da die Videos machen kann. Es ist schon ziemlich beengt, gerade für mich als Kerl, der so 2 Meter groß ist, in der Dachschräge mit einer kleinen 2 Meter Küchenzeile. Es ist zweckmäßig, hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber ich freue mich, wenn ich dann irgendwann in diesem Jahr eine neue Küche bekomme mit einer neuen Wohnung, wo ich dann einfach viel mehr Platz habe und natürlich kann ich mich dann auch rezeptmäßig viel, viel mehr austoben. So, das war's auch mit der kleinen Ankündigung. Das nächste Video kommt morgen um 16 Uhr mit einem leckeren Rezept. Was es ist, seht ihr morgen um Punkt 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Nachmittag.